In diesem Video geht es um Viren. Wir sehen uns an, was ein Virus überhaupt ist und wie es aufgebaut ist. Und das, was ich hier jetzt vortrage, das könnt ihr auch als Referat verwenden. Ganz wichtig, es geht hier um den biologischen Virus, nicht um den Computervirus. Und den biologischen Virus, den kennen ganz viele Menschen davon, wenn sie krank werden. Die gehen dann zum Arzt und der Arzt sagt, okay, dahinter stecken wahrscheinlich Viren. Und dann verschreibt er unter Umständen entsprechende Medikamente. So, aber was sind Viren eigentlich? Nun, sehen wir uns mal an, was ein Virus eigentlich ausmacht. So, bei einem Virus handelt es sich nicht um eine Zelle, sondern um ein Partikel. Und diese Partikel, die sind sehr klein, zwischen 20 Nanometer und 350 Nanometer sind die meisten. Viren bestehen aus einer Eiweißhülle und der Erbsubstanz. Als Nukleinsäuren kann sowohl DNA als auch RNA dienen. Man spricht dann von DNA-Viren und RNA-Viren. Viren besitzen keinen eigenen Stoffwechsel. Sie können sich also nur in Lebewesen reproduzieren. Dazu infizieren sie die Zellen eines Wirtes, also zum Beispiel eines Menschen, und vermehren sich dort mit Hilfe dieser infizierten Zelle. Das heißt, sie haben keine eigene Reproduktion und aus diesem Grund sind sie auch keine echten Lebewesen. So, wie sind Viren aufgebaut? Nun, zunächst einmal gibt es nicht die eine Form und den einen Aufbau für Viren. Es gibt Unmengen verschiedener Typen von Viren und diese sehen auch komplett verschieden aus und unterscheiden sich in vielen Punkten beim Aufbau. Typisch ist ein Kopf jedoch bei Viren, welcher die genetischen Informationen in Form von DNA oder RNA aufweist. Darum liegt eine Hülle aus Proteinen, Kapsid genannt, und auf der Oberfläche vieler Viren sitzen Fortsätze, die wie Stacheln oder Dornen aussehen. Und da Viren keinen eigenen Stoffwechsel haben, sind sie vergleichsweise einfach aufgebaut.